Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kochen und Genießen. Heute mache ich für euch einen Kabeljau mit Bärlauchkruste und ein Spargelrisotto dazu. Das ist bald vergessen. Okay, dazu brauchen wir folgende Zutaten. Die zeige ich euch jetzt. So, für unsere heutigen Zutaten sind eben Kabeljau, 5 schöne Filets vom Rücken, von Anfang, also die größeren Stücke sind ideal für das. Weil wir das ja im Rohr überbacken und dann trocknet er nicht so aus. Etwas Salz, Semmelbröseln, Zitronen, dann den grünen Spargel, den werden wir dann kochen. Bärlauch, ganz frisch vom Markt. Fürs Risotto brauchen wir Weißwein, ich habe heute Basmati-Reis und etwas Zwiebel. Also Risotto muss man nicht unbedingt Risotto-Reis nehmen, das geht auch in andere Reis. Und für den Fisch brauchen wir noch etwas Mehl, das hätte ich jetzt fast vergessen, aber das passt schon. So, dann fangen wir an. So, als erstes werden wir den Fisch würzen mit etwas Salz. So, dann haben wir hier Zitrone, die wir halbieren. Ich habe hinten schon ein Wasser aufgestellt für Spargel. Da können wir die eine halbe Zitrone rein, weil die halbe Zitrone reicht uns hier für den Fisch. Ein bisschen beträufeln. So, passt. Und das lassen wir jetzt circa eine Viertelstunde einziehen, damit das schön, damit auch die Gewürze, das Salz und das schöne Fisch einzieht. Das stellen wir wieder auf die Seite. Als nächstes machen wir den Spargel. Der grüne Spargel hat den Vorteil, er hat fast keine Bitterstoffe. Das heißt, ich erspare mir im Wasser den Zucker und alles. Und ich schon den Gummi runterkriegt. Und es ist, ich habe diesmal den grünen Spargel genommen, weil meine Frau nicht gegessen hat, dass ich das mit grünen Spargel mache. Man kann es auch mit weißen Spargel machen. Ihr braucht den grünen Spargel nicht komplett schälen, nur unten, hoppala, so die Spitzen. Das reicht, okay? Circa 10 cm von Spargel, das reicht, wenn du das schälst. Und unten, das ist schon bitter. Und dann seht ihr hier das Graue. Jetzt schauen wir mal in die Kamera. So, ja. Das da, das muss weg. Das heißt, ich schneide jetzt ungefähr so einen Zentimeter weg. Das kann man zum Beispiel aufheben, man kann das für Suppe, also zum Suppen kochen. Wenn man Spargelsuppe machen will oder was. Dafür das ist. Und das muss man aber dann wieder raus, also abseilen und wegschmeißen dann. So machen wir das. Und das machen wir jetzt mit allen Spargeln so. Spargel ist geschält. Wir brauchen, nachdem wir nicht den ganzen Spargel brauchen, weil das wäre zu viel, den restlichen Spargel einfach in ein nasses Tuch wickeln, in den Kühlschrank geben und dann kann man noch 2-3 Tage aufhalten, weil man sollte ihn dann schon irgendwie verarbeiten. So, und das Wasser kocht jetzt, dann werden wir noch ein bisschen salzen. Und dann werden wir den Spargel darin ungefähr 10 Minuten kochen. So, und als nächstes machen wir den Fisch. Der hat jetzt schön eingezogen. In eine heiße Pfanne. Etwas Öl hinein. So, Moment, ich mache das anders. So, wir haben hier die heiße Pfanne. Die ist fast zu heiß, drehen wir ab. Dann nehmen wir das Mehl, tun den Fisch einfach im Mehl kurz tauchen und in die heiße Pfanne. So. Jetzt soll nur kurz anbraten, damit geben wir den dann mit der Bärlauchkruste noch ins Rohr zum Gratinieren. Das heißt, dass er nicht trocken wird, der soll nicht durch sein, der Fisch jetzt. Nur kurz anbraten. Schön die Filets rein. So.
kurz anbraten, links und rechts, und dann passt das schon. So, nachdem der Fisch jetzt bratet, mal den Wendt nochmal kurz. Wie gesagt, er braucht nicht, nur kurz anbraten, dann passt das schon. So, die müssen wir abdrehen. Als nächstes machen wir die Bärlauchkruste. Für die Bärlauchkruste brauchen wir den Bärlauch, etwas Öl, geben wir in ein Gefäß, ungefähr 100 ml Öl, dann die Semmelbröseln, gleich alles in einem Mixer, einen Ding dazu, ungefähr einen Bund Bärlauch, so. Den tun wir noch grob zusammenschneiden. Auch dazu. Am besten ist immer so ein hohes Geschirr. Man kann es mit der großen Maschine, könnte ich es auch machen, aber das ist zu wenig Masse, also das wird nichts so. Ich mache das lieber mit Stabmixer. Etwas Salz. Etwas Pfeffer. Und jetzt tun wir das Ganze mixen. So, nachdem wir das gemixt haben jetzt, schaut her, wie das ausschaut. Das ist so eine Paste. Schaut das aus? So, wie man das? Sitzt an ihrem Fisch. Und da kann man jetzt noch reingeben Pinienkerne, wenn man mag. Aber Pinienkerne liebe ich nicht. Also ich mag sie nicht, meine Frau mag sie auch nicht unbedingt. Da ist sie weg. Aber man kann Pinienkerne zum Beispiel dazugeben. Was dann noch dazu kommt, ist Parmesan. Aber dann tue ich zum Schluss erst dazu, bevor ich das jetzt auftrage. Der Spargel ist fertig gekocht. Den werden wir jetzt rausnehmen. So, schaut her, der Spargel. Schöne grüne Farbe. Ich weiß nicht, ob man das da so sieht. Den habe ich ungefähr 10 Minuten gekocht. Der ist schon weich. Ich habe den halbiert. Es ist im Prinzip egal, weil ich ja den sowieso noch kleiner schneide, weil ich den fürs Risotto nehme. Womit wir schon beim nächsten Thema werden. Zuerst machen wir den Fisch noch fertig. Ich gebe den Fisch jetzt in ein Backblech oder in eine Bratpfanne. Jedenfalls soll sie ofenfest sein, weil der kommt jetzt ins Backrohr dann. Dann legen wir das schön auf. So, lassen wir weg. Dann habe ich hier noch eben die Bärlauchmasse. Parmesan habe ich vergessen zu sagen. Parmesan habe ich auch zu Hause, kann auch dazu geben. Den mischen wir jetzt noch drunter. Ungefähr 50 Gramm, das reicht. Einfach mit einer Gabel drunter mischen. Passt das schon, schaut her. Es soll eine feste Masse sein, damit sie nicht gleich davonlaufen, wenn man es drauf gibt. Also das heißt, die Brösel haben das eh. Das meiste, das ist nur, es soll nicht flüssig sein. So passt das. Schau, das ist richtig. Es wird eine Kruste. Das gehen wir dann da so drauf. Das schaut so genial aus. So, schaut's her. Das gehen wir da drauf. Dann lassen wir das noch ein bisschen einziehen. Knoblauch brauchen wir da nicht, weil der Bärlauch schmeckt ja nach Knoblauch. Ne? Das ist bei dann zu intensiv. So, das schaut gut aus. Und die restliche Masse, wenn euch was überbleibt, kann man ja aufheben. Ein paar Tage oder ein paar Wochen. Je nachdem, wie man es lagert. Wenn man es im Kühlschrank lagert, kann man es ca. 2-3 Wochen aufheben. Dann passiert gar nichts, da kann man dann wieder irgendwas machen draus. Yummy. So. Passt, das ist fertig, das warten wir noch, bis das Rohr, das schieben wir dann ins Rohr. Passt.
Spargelrisotto. Dazu brauchen wir etwas Olivenöl. Ups, ich zeige euch das anders. Ich gehe mit der. Das Olivenöl lassen wir heiß werden. Zwiebel dazu. Aufpassen, der Zwiebel soll nicht Farbe nehmen, das soll nur glasig werden. Dann ungefähr für 4 Personen braucht man so eine, habe ich so Ding, ich mache das so um die Hefe, das sind 250 ml, also 250 Gramm. Risotto-Reis oder Basmati-Reis, oder je nachdem was für ein Reis, das ihr eben gerne habt. Rein damit. Das Ganze kurz durchmischen. Wieder kurz anschwitzen. Dann wird das Weißwein nach Liter ungefähr ablöschen. Und dann kann man zum Beispiel das Spargelwasser hernehmen, weil wir machen ja Spargelrisotto. Einfach durch ein Haarsieb machen wir das Schöpfer für Schöpfer. So schaut's, ja. Das war eigentlich eh sauber, das braucht man eigentlich nicht. Man muss jetzt schauen, wenn keine Rückstände sind, kann man es ruhig so zwei Schöpfer, ungefähr drei, also die eineinhalbfache Menge. Weil ich habe ja alles genau in der Rezeptur drinnen stehen. Also ich brauche heute nochmal von meiner Homepage www.joachimbayer1.com. Steht das Rezept schon online und ist eigentlich relativ einfach zum Nachkochen. So, den Latte kocht jetzt auf, den kann man jetzt zurückschalten auf 2. Also keine mittelkleine Stufe, also fast kleinste Stufe. Dann legen wir den zu. Lassen den einmal dünsten. In der Zwischenzeit schneiden wir den Spargel. Und zwar schneiden wir nicht den ganzen Spargel, sondern die Spitzen tun wir weg. Die kann man als Garnitur nehmen oder also die schauen nämlich sehr schön aus. Und die kleinen Spargel schneiden wir einfach so in schöne Scheiben, halben Zentimeter ungefähr. Das kommt dann ins Risotto. Sie wunderschön schneiden. Scharfes Messer ist halt wichtig. Es ist immer die Gefahr, mit stumpfem Messer schneidet man sich eher als mit scharfem. Ich arbeite gerne mit scharfem Messer, weil das ist viel, viel lustiger zum Arbeiten. Geht viel schneller. Das Messer sollte so sein, dass es fast von selber durchgeht. Also ich keinen Druck ausüben muss. Weil ein Druck ausüben ist immer schlecht für das Produkt. Was ihr da seht am Brett, das, die grünen Rückstände, das ist einfach von der Schale. Die geht manchmal ein bisschen ab und dann war dein Spargel ist super gut. Schmeckt einfach ein tolles Essen. Wieder einmal. Das Risotto ist jetzt fast fertig. Gib mir den geschnittenen Spargel dazu. Ja. Meine kleine Assistentin ist auch wieder da. Ja, ich war kurz nicht mehr da. Ist kurz nicht mehr da? So, das ist da drinnen. Eine Treffgenauigkeit ist auch nicht so gut. Ja, ist gar nicht gut. Das Ganze mischen wir jetzt durch. Immer durchmischen. Mhm. So, schaut's her. Papa, ja. Du bist ein Durchmischmann. Bist du ein Durchmischmann? Ja. Naja. So. Also, wenn man etwas durchmischt. Immer eine Pflanze. Jetzt kann man noch etwas Parmesan dazugeben. Im restlichen. Das ist kein Parmesan, das ist Käse. Ne, Parmesan ist Käse, ja. So, das mischen wir noch durch und dann ist das fertig. Dann lassen wir das drehen, dann können wir das abdrehen. Das lassen wir jetzt noch durchziehen. Jetzt müssen wir noch warten, bis der Fisch fertig ist. Ja. Und dann können wir anrichten. Anrichten. Yay! Yeah. So, jetzt werden wir den Fisch ins Rohr schieben. Circa bei 160, zwischen 160 oder 180 Grad ungefähr 20-25 Minuten.
So, das Risotto ist fertig, der Fisch ist fertig, wir werden jetzt anrichten. Hallo, liebe Leute, schon wieder. Jetzt habe ich schon wieder da. Juppie! Esther, es ist genug jetzt. So, mal den Reis, das Risotto. Was für ein Risotto-Reis ist das bitte? Ein Spargel-Risotto ist das. Ein Spargel-Risotto ist das. Das ist ein Spargel, das ist ein Risotto. Jetzt setzen wir den Fisch drauf. Ja, lecker Fischi. So, schau her. Aber nicht das ganze Fisch bitte. Nein. Nur zwei? Zwei. Dann ist dort nur eines. Naja. So, passt. Kannst du dann das zweite wieder zurück? Dann gehen wir. Zwei schöne Spargelspitzen noch da. So, das war's. So schaut das aus. Tschüss! So, das wär's wieder von mir. Yep. Ich wünsche viel Spaß beim Nachkochen, gutes Gelingen und noch ein schönes Wochenende. Und ciao! Ich will ihm auch etwas sagen. Meine, was willst du sagen? Hä? Tschüss! Tschüss, schönes Wochenende!